Oh, hi, mein Name ist der Tinker D. Ich bin Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Best of Rocket Beans 2019. Etienne, das ist nicht lustig. Dominik hat gesagt, du sollst irgendwas Lustiges machen. Mach doch mal was Lustiges. Nils, es kommt doch noch das Lustige. Ja, da hast du recht. Hey, herzlich willkommen. Guten Tag. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Hey. Ja, hallo. Hallo, also hier. Es gibt eine Leute, guten Morgen. Es gibt eine Menge zu besprechen, aber sicher nicht in diesem Cold Opener hier, Freunde. Zusammen mit der Reisegruppe Hessen. Bin ich pünktlich? Ich bin pünktlich. Komm, lass uns anfangen. Hey, liebe Damen und Herren von Schweiz. Ich bin hier bei den Rocket Beans und ich glaube, er versteckt das Wort. Hast du ein Wort verstanden? Klar, alles. Hallo, hallo, check, Mikrofon, check. Hört ihr mich? Hi, ich bin Socko. Ich führe heute durch dieses Moin Moin. Ich bin nämlich heute mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Willkommen aus Köln, meine Damen und Herren. Wir sind hier auf der Gamescom. Danke. Danke euch. Wir lieben euch. Danke, Köln. Wir lieben euch. Ihr seid das beste Publikum. Ja. Willkommen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der realisiert, dass wir gerade on air sind, Leute. Das war, also, ja. Ja, ihr, ihr, Mickey, super, super. Tommy, grüß dich. Guck mal hier, die haben einen Springbrunnen. Wie viel Kohle musst du haben, dass du sagst, ich kaufe mir für $10,000 einen Springbrunnen? $10,000. Guck doch mal, da geht dem Simon der Kopf weg. Das kann doch keiner, die Leute schalten ein wegen dem Simon-Kopf. So, jetzt haben sie mich ganz ausgeschaltet. Da. Die Leute schalten ein wegen dem Simon-Hals. Da, der Gott. Sind noch einige da? Es sind immer noch die Golden. Es sind immer noch die Golden Delicious. Das haben wir aber auch mal auf Kamera gehabt. Oh, Freunde. Dass du eine Angabe machst. Um die erstmal. Ja, erstmal um die. Ich bin die Oma. Hallo! Ja. Sie der Lars! Sie stürzen ja gerne mal. Ja, jeden Dienstag. Die Hüfte. Ne? Du, wie geht's Ihnen denn? Ja, gar nicht du, gut. Wie geht's Ihnen? Wieso, oder nicht? Gar nicht gut. Also seit der Krieg vorbei ist, geht's mir nicht gut. Aber auch nicht mehr gut. Aber auch nicht mehr gut. Muss man auch mal sagen. Welche Flecken von Ede würdet ihr gerne noch mal sehen? Flecken. Nee, welche Flecken der Erde würdet ihr gerne noch mal sehen? Sie ist hier auf jeden Fall ein Gegner. Jetzt direkt mit sehen. Oh, da fällt. Ja, da ist es doch! Yes, da bin ich! Wie ich das nach Hause geholt hab, Mann, ey, überhaupt kein Problem. Zack, vorbeigezogen. Nein! Landest also wirklich so in. Ja. Das ist halt so ein bisschen anders vom Verhalten her. Warte, so. Und das kann man nur gebührend feiern. Oh, Mama ruft an, ich gehe. Mama ruft an. Das ist nicht dein Ernst. Ja, Bianca, ich kann gerade nicht. Es ist nichts passiert. Mama, ich bin gerade in einer Sendung. Ich finde es aber passend, dass wir auf dem ganzen Sender die pünktlichste Sendung sind. Ja. Wir kommen jede Woche pünktlich. Wir sind die einzige Sendung, auf die man sich verlassen kann. Ja, absolut. So, ja? Obwohl nächste Woche fallen wir aus. Wieso läuft es da? Arraga! Er springt dabei viel. Alle geht von euch? Der Kapitän übernimmt das. Die schrecklichsten 20 Sekunden meines Lebens, vermutlich. That's what she said. Kam ein bisschen spät, aber die schrecklichsten 20 Sekunden meines Lebens. Okay. So. Das kam wirklich deutlich zu spät. Das war sehr spät. Das ist doch kein Spanier, Mensch. Spanier hat es jetzt gerade, wie viel Grad in Barcelona? 40? Ach. Nee. Vielleicht Pesos, ja. 20. Nein. Leute, raten wir hier Temperaturen oder Klicks oder was? Jetzt einmal kurz bitte Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, Stein, Papier. Was ist? Was? Lego, Mann! Lego, Mann! Ah, der hat genau die 4 aufgenommen. Perfekt. Der könnte aber. Warum fährt der hier durch? Weil der kein Viereck hat. Und warum hält er sich mehr an? Stopp! 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 Was?
Es hat nicht mehr angehalten. Guck mal, die leuchtet auch nicht mehr. Die hat doch geleuchtet. Die ist ausgesteckt. Hä? Oh, ich glaube, ich bin hier drauf. Florentin! Wir waren so gut! Sorry. Hey, ich bin Ben und ich stelle Ihnen eine Frage. Fehlt Ihnen noch ein Weihnachtsgeschenk? Dann kann ich Ihnen helfen. Die Rocket Beans Beats 2019 CD. Mit den besten Hits aus verflixte Klicks. Folgenden Ben. Ja, 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 folgenden Ben. Ja, 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 folgenden Wert. Ich sag die 13, 13, 13, 13, folgenden Der Glückspunkt in meiner Tasche geht in meine Tasche. Last Pausen ist eine Flasche. Hey Leute, wir sind wieder da. Es ist kein Traum, es ist wunderbar. Sie sind da. Wir sind in Pausen, Lars und Florentin Bär. Alle sind da und gleich gibt's mehr verflixte Klicks. Hashtag Fischgarte, Hashtag verflixte Klicks. Hashtag. Seit 1700, da hat sich Lars gewundert. Was hat den da gestochen? Es war ja keine Biene, es war Heroin. Apotheke, P-Potheke, O-Potheke, T-Potheke, H-Potheke, Ipotheke, K-Potheke, Ipotheke, K-Potheke, Ipotheke, O-Potheke, T-Potheke, H-Potheke, Apotheke, O-Potheke, O-Potheke, Apotheke, Ipotheke, P-Potheke, L-Potheke, Apotheke, R-Potheke, S-Potheke, Apotheke, P-Potheke, Apotheke, U-Potheke, L-Potheke, Ipotheke, N-Potheke, P-Potheke, Ipotheke, Ipotheke, P-Potheke, Apotheke, Flixe, Apotheke, Apotheke, T-Potheke. Wo muss ich eigentlich hingehen, wenn ich krank bin? Geh zum Arzt. Ernsthaft. Und natürlich mit den besten Stücken von Donny O. Die Blinker, die suche ich gerade. Das ist der Eurotrap-Rap, das ist geil. Ja, der Beat in der Zentrale, der ist so fresh. Ich suche die Blinker und ich versuche das jetzt bei euch zu stellen. Im Jugendclub, das war immer geil Schelle. Wenn du frech warst, gab's eine aufs Maul. Und jetzt muss ich aufs Feld, denn da ist mein Gaul. Mit dem Gaul reite ich über die Felder. So ist es so geil. Ich hab die Gelder in meiner Hand, wenn ich Truck fahr. Das ist so geil. Eurotrap, sag mal later, 2. Song, Leute. Mm. Tanja. Immer in der Zentrale. Ich guck sie an und denk mir, geil, das ist Grande Anale, den ich auch gehört. Und natürlich haben wir noch einen extra Track mit draufgepackt. A, B, A, 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 B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Und Sie sind sich noch nicht sicher? Dann lassen Sie sich direkt von unseren Kunden überzeugen. Hey, ich habe mir das Album gekauft. Auf CD. Jetzt habe ich gar kein Geld. Hi, ich bin die Michelle und das ist Chiara, meine Tochter. Sag mal hallo. Ich will auch was sagen. Ja, wir sind ganz große Fans vom Album und sie ist sogar ein bisschen ein Fan von Donny, stimmt's? Ja, danke, dass wir im Fernsehen sein dürfen. Und ich sag euch, dieses Album ist das Beste, was ihr je gehört habt. Kauft euch dieses Album. Warum hört mich denn keiner? Die Rocket Beans Beats 2019 CD. Produziert von Kitschdieb. Wieder raufgekommen. Ich habe halt tierische Angst vor Bällen und deswegen, weil die halt immer in meinem Gesicht gelandet sind und deswegen... Hattet ihr einen Hund, der sehr laut war oder wie oder was? Wow. Was war die Schwierigkeit bei euch? Dass wir keine Punkte mehr gekriegt haben am Ende.
Nee, wir haben einfach abgebaut am Ende, man muss es so sagen. Nö, das haben ja schön, die Aufnahmeleitung hat das dann abgebaut. Aber es hat nicht sehr viel gefehlt. Danke, Jan. Ein Wurf ist, glaube ich, reingegangen, hat mir noch einen Dreier abgestaubt, der Rest ist leider daneben gegangen. Ja, ich werde mit Sicherheit heute keinen Dreier mehr abstauben. Mirella und Lars. Meinst du, es gibt so Klempner oder so, die heißen mit Nachnamen Shit, was schon lustig wäre? Aber pass auf, jetzt hat er den Betrieb mit seinem Sohn weitergeführt und dann steht er drauf, 12. Klempner und Sohn Shit. Klempner und Sohn Shit. Stark, das ist gut. Da sind Leute, es ist halt immer noch hell genug. Und dann kommt ihr aber an und jetzt ist Aufruhr. Die fangen an, sich zu bewegen, auf jeden Fall. Ja, hallo Helge. Ihr seid noch 200 Meter weg von denen. Ach so. Na, aber hey, du hattest Kerl gesagt, das ist hell genug. Aber super Gag kommt ins Best-of. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin live und direkt aus Los Angeles. Dennis, alles klar? Ich muss mal kurz meine Banane aufessen, also ich bin gleich da. Lass uns mal doch mal jetzt anfangen. Wir sind schon drauf, na vielen Dank für das 5-4-3-2-1. Hey, Kretschmar, sehr gut. Guten Morgen. Oh. Du auch hier? Ja, und du? Ich bin schon die ganze Zeit hier, ich helfe hier aus. Hier haben wir noch Lisa von den M's, brauchen wir noch 30 von den Design 4 und die C23, da haben wir keine mehr in XL. Du weißt, die dicken Leute kommen alle morgen noch mal ein bisschen XL aufstocken, ne? Und die XXL. Hast du gerade pingelnde Leute gesehen? Hallo, guten Tag. Morgen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, guten Tag. Hallo. Mal vergleichen, ist die 8 mit dem ersten Glas schöner oder mit dem zweiten? Dem zweiten sehe ich besser. Super. Ich habe mich gefragt, wann das kommt. Spät kommt's, ne? Ja, komm, dann heb mal ab. Okay. Freunde. Oh, guck dir das mal an. Guck dir das mal an, wir haben hier eine schöne Selektion dabei. Erstmal zwei Schoko-Croissants, Puddingplunder, zwei Franzbrötchen klassisch, Empfehlung von hinter der Kamera, ein Quark-Rosinenbrötchen und zwei Apfeltaschen. Apfeltaschen, die sind riesig. Also das ist erstmal eine Menge, da sollte eigentlich jeder... Ich lasse das hier einfach mal ganz kurz stehen. So, pass auf. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Schoko-Croissant. Was ist denn da passiert? Ich hab's im Garten abgestellt für 2 Minuten oder so. Das ist nicht euer fucking Ernst. Ihr seid hoch verschuldet und dann irgendwann kommt... Rockabits. Ja, jemand... Direkt anfangen und wir sehen hier, wem jetzt gepitcht wird. Okay. Alles klar, viel Spaß. Das kann ja nur... Seid ihr sicher? Ich seh mir rollen. Das pitchen soll? Okay, komm. 40 Knoten, was ist das? Was ist das denn? Das klingt nicht so viel, aber... Das klingt nach gar nichts. Ah, Benny Man! Oh, shit! Okay! Oh, mein Gott! Okay! Wir gehen den Kindern hinterher zum Gemeindehaus. Ja. Okay. Warte kurz. Ja. Als du rausgehen willst, kommt... Computer hat gerade eine Ladezeit, oder was? Meine Mutter mag keine Gewalt und keinen Sex, aber wenn es asiatische Gewalt ist, ist sie voll dabei. Ich weiß auch nicht, warum. Also in Serien meine ich Sex, ne? Sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, das hatte ich... wo ist eigentlich meine Brille? Ach, die habe ich auf. Das hatte ich... Wo kommst du denn her? Ich habe mich aufgemacht, weil ich dachte, letztes Mal 250 Folgen und ihr habt das nicht gefeiert. Also dachte ich mir, ihr müsst das auch mal ein bisschen feiern. Soll ich Messer und ist das Marzipan? Ist das Marzipan? Sollen wir gemeinsam ausblasen? Jetzt fummel doch nicht mit dem Finger. Oh, glaube, jetzt musst du den Haken nehmen. Oh, dreht den schön. Oh, der lange Haken von ganz weit weg zieht ja hier vorbei. Sehr, sehr schön gemacht von Eddie. Das hat er gut gemacht, ohne Hilfe. So, hier ist das Schlafgemach von Simon und mir. Hast du ja extra noch Sachen ausgepackt? Da sieht man eindeutig, wer welchen Lebensstil pflegt. Ihr könnt jetzt mal raten. Du hast es extra gemacht. Nee. Du hast extra meine Sachen auf den Boden geworfen. Weiß auch nicht, wie ihr jetzt darauf kommt. Du hast meine Sachen auf den Boden geworfen und deine psychologische Probleme. Das sah hier vorhin schon so aus. Du hast dir richtig Mühe gegeben. Du hast die Sonnenbrille auf den Hund gelegt. Ja. Guck mal, das ist doch kein Zufall. Der hat voll vorgeplant, dass wir hier reingehen.
Also, wir haben wieder ein komplett verwüstetes Zimmer, wie das bei jungen Eltern eben so aussieht. Mhm. Das muss umgebaut werden zu einem Kinderzimmer. Was braucht ein gutes Kinderzimmer alles? Ein Mobile, ein Bett. Das ist doch das, was die Kinder dann anschauen können, wenn sie im Bett liegen. Wie, Kinder machen das? Ach, und da sind dann so kleine, kleine Tierchen, die drehen sich dann und Monde und so. Ah, Kinder sind so dumm. Ja, absolut. Okay. Ich will nochmal üben. Komm, ready, los, ready. Ey, ich will noch mal üben. Alter, die haben es doch alle gecheckt. Jetzt ich bin beim ersten Ding verreckt und konnte nicht mehr üben. Manche rollen auch langsam und dann bist du schon im Rhythmus. Ich bin schon wieder beim ersten Ding verreckt. Ja, das drückt. Seriously, Simon. Da ist der dritte. Simon, das ist ein dummes Hüpfspiel. Komm, jetzt raus doch bitte. Eine Runde. Simon, bitte. Einmal noch. Nein. Also Gino hat gesagt, eigentlich ist Zucker für mich momentan ein absolutes No-Go. Du, heute ist wegen noch einem Tag geht's ja immer. Ist egal. Die Schrift gut. Sehr gut. Mhm. Ihr müsst jetzt Bethesda, wir müssen was essen. Erstmal möchte ich kurz über das 14-Dollar Toast reden, das ich mir gerade gekauft habe. Essen noch einen Burger. Fahr direkt zu In-N-Out Burger. Wir haben einen ganzen Schuhkarton voll mit Pommes gekriegt. Das war das Ende von Foul wird fit. Ja. Budiman. Ja, bitte? Wo sind Sie denn überhaupt? Ich bin theoretisch noch da. Jetzt gerade habe ich keine Zeit. Keine Zeit. Herr Bullimann, ich schicke Sie gleich zum Kiel holen. Wenn Sie jetzt nicht hier anfangen, die Bretter. Ja, jetzt. Ich habe sehr viele Bretter geholt. Es sind nur noch. Jetzt mal ernsthaft. Es kann nicht sein, dass keine Bretter vorhanden sind. Ich habe alle fachgerecht verstaut. Weil da einfach kein Vogel sich raufsetzt. Oh mein Gott. Wer hat denn hier diesen Steg gebaut? Ja, diesen Penissteg, ne? Da war ich auch genau schockiert. Sind Sie denn völlig bekloppt? Kein Wunder, dass wir keine Holzbretter mehr haben! Wir haben einen 8 Meter langen Steg gebaut nach hinten! Ich bin außer mir! So, tschüss. Tschüss. Sie gehören nicht mehr länger zu uns. Das wird Ihnen ja hoffentlich eine Lehre sein. Ich baue mein eigenes Floß! Hier bin ich mein eigener Admiral! Können Sie mir noch einen Nägel rüberwerfen, bitte? So. Oh, das habt ihr ja toll gemacht. Alter. Wer drückt denn da immer eigentlich aufs Menü? Ich wollte einen Test nochmal irgendwie, ob gleich, was anderes. Gleich. Alter, wer auch immer das ist. Ich wollte nur gucken, was Kreis bedeutet. Alter, Kreis bedeutet Menü. Ich wollte auch einfach nur. Nachhaltig. Was soll das sein? Das erste Spiel ist Pantomime. So lange, bis was? Jeder zweimal. Bis jeder zweimal dran war. Es geht einmal in die Richtung rum und in die Richtung. Es rät immer einer und es erklärt immer einer. Ich. Was? Also du fängst an, du fängst okay, an. Ich fange an und der links von dir rät. Dann mach ich und du errätst, du also machst ich fange an und du errätst. Gut, ja, okay. Okay, Eddie. Ne, ganz locker. Wann geht die Zeit los? Kriegen wir ein Signal? Regie. Ratlos, warten, Bushaltestelle. Ich hab doch gar nicht gemacht. Bushaltestelle, ich hab doch gar nicht gemacht. Alphabet, kann ich lesen. Was? Fahrkartenautomat, Kaffeemaschine, Kaffeeautomat, Kaffeebox, geht's um Kaffee. Heißes Wasser, Wasserkocher. Brille, Fernglas. Fernglas, Blindschleiche. Schlangenauge, Brillenschlange. OP. Blinddarmentfernung, Blinddarmentzündung. OP-Saal, OP, Operationssaal. Was? Operations! Das erste Chirurg! Operations! Erzähl doch jetzt nicht hier, was? Operations! Chirurg, das erste Wort ist Operation. Oh, ja komm, das zählt doch, wenn das dein Dummer dabei ist. Ja, der hat was gesagt. Strumpfhose, Schneehose, Schlafanzug, Pyjama. Vier. Er kann das leider gut. Die mentale Leistung nicht nur sowas. Haus, Tannenbaum, Weihnachtsbaum, Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsbaum, umfallender Weihnachtsbaum, Weihnachtspumpe, aufblasbarer Weihnachtsbaum. Plastikbaum, aufblasbarer Baum. Was ist das? Weihnachtsbaum. Aufblasbarer Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaumhalter. Weihnachtsbaumständer. Sieben, ja. Sechs. Also, du brauchst mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Okay, Augen auf mich, mitdenken. Okay. Nicht zu abstrakt denken, aber schon ein bisschen um die Ecke. Geht. Alles klar, wann ist los? Ich fang einfach an. Oh, unmöglich. Okay, pass auf. Tennis. Schläger. Zweite Wort ist Schläger. Erste Wort ist Dreieck, Schläger. Schläger, Dreieck. Dreieck. Gut. Zeiger, Schläger. Schläger, Zeit. Schläger. Urschlag, Schlag, Schläg, Schläg, Schlag. Diagonale. Diagonalschläger. Diagonalschlag. Du warst fast da, Gregor. Ich weiß aber nicht wo. Schlag, Viereck. Vier Schläger. Schaumschläger. Komm schon! Ja. Yeah.
3, 2, Gregor, bitte! 1. Quadratlatschen. Querschläger. Ach, quer? Man, er hatte Diagonalschläger, Freunde. Darf ich meine Teilnahme an dieser Sendung noch zurückziehen? Darf ich auch wieder nach Hause gehen? Bist du besser im Machen als im Raten? Ich weiß es nicht. Okay. Auf die Plätze, fertig und go! Okay. Oh Gott, wir gehen hier auf. Aufmachen. Vogel, Phönix. Ah, Toiletten. Keine Geräusche, bitte. Was? Darf man einfach den nächsten Begriff machen? Ich habe keine Ahnung. Nein, das dürfte ich auch nicht. Kalt, also es ist kalt, frieren. Gefrierbrand, Berg, kalte Kühe, Eisgletscher, Gletscher. Ich bin einfach nur ärgert. Wenn es ein Schlaganfall ist, blinzelt zweimal. Kalt, Berg, gefriert. Berg, Bergexplosion, gefriert, also er friert da auf jeden Fall, er kriecht. Eis. Was machst du denn da im Mond? Bin ich tatsächlich auch gespannt, was es ist. Ich dachte lange an Ötzi. Okay. Ich dachte irgendwie Eisberg, Titanic. Das war die Titanic. Titanic! Dann mach das doch einfach so! Berg gekommen, aber was? Berg. Das ist das Schiff, das gegen den Eisberg. Was ist das Schiff? Ja, aber... Ja, aber wie soll ich denn darstellen, wenn ich nur den Eisberg mache? Du brauchst ja erstmal den Eisberg, wo das Schiff reinkrachen kann. Ja, aber du weißt, dass du nicht alles mit dem gesamten Körper darstellen musst. Und ich bin dann die ganze Zeit beim Berg. Kannst das Schiff auch... Eddie, ich glaube, die Runde haben wir gewonnen. Das wird gar nichts mit den beiden. Groß, groß, eins. Erstes Wort. Ein Gebüsch. Pistole. Ist das eine Pistole? Wir wissen, aus 1970. Eine Linie. Ein Titanic. Eine Gatling Gun. Es ist eine bestimmte Kanone. Das ist wie ein schlechter Traum. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Stell's dir vor, Eddie. Lampe. Ich geb's auf. Was war's? Weißt du's? Ich dachte Jahrmarkt oder irgendwie sowas. Nee, es soll ein Feuerwehrmann sein. Das ist einfach ein Resum machen können. Also das ist auf gut Deutsch, ihr habt 5 Punkte, ihr beide jetzt. Ja. Und der Rest hat 0 bis 1. Ich sag Ausdrücke. Feuerwehrmann. Moderator. Haarfrisur, Haarlocken, Bart. Hallo! Seitenscheitel. Ich kann's nicht besser machen. Scheidelmann? Vukuhila. Geheimratsecken. Sag mal, Gregor, sag doch vielleicht mal irgendwas Nettes vielleicht. Akuter Hörverlust? Etienne. Hm? Ja? Anders. Nils? Mann? Ich kann's nur noch schlechter machen. Wie würdest du es denn darstellen? Zeig mir mal den Begriff. Mach doch mal was. Ja, den zeig ich dir ganz einfach. Hier. Nein, stopp, du kommst zurück. Du machst gar nichts. Du gibst den Punkt, Mann. Hallo. Ich erwarte es sowieso nicht. Gar nichts. Setz dich hin. Also, Etienne, Haare, Frisur, ja, Langhaarfrisur. Das weißt du nicht? Nee, keine Ahnung. Ja, okay, das spielt. Fitnesstrainer, Ede wird fit, Wampenman. Hier, pass auf, hättest du das erraten? Hätte ich das erraten? Warte. Ah. Eduard Laser. Ah! Beleidige mich, du erstmal also. Zeigst auf mir mich. Mir wurde gesagt, Geheimratsecken, Plauze, Arschloch, Fettsack, möchte gern. Aber was? Nein, er, Warze, Pickel. Geh nicht davon aus, dass ich darauf komme, dass du irgendwelche Schiffel bist oder sowas. Nochmal kein Dir an ein Mensch. Auf die Plätze. So, Gregor, bitte. Fertig. Brauch keinen Scheiß. Come on. Okay, wir sind connected. Okay. Tu es. Rentner. Frosch, Rentner, Spring, Monster, Hydra, what the f... Hydra, Medusa, auf was ist das denn? Frosch, Tier, ein Tier, Haare, Löwenmähne, Löwenschopf, Löwenmut, König der Löwen. Ja. Kriecht da auf dem Boden rum, ey. Ja, erstes Wort lautet Becher. Becher, Tasse. Wein, Wein. Weinfass, Weinregal, Weinständer, Wein, immer diese Form. Weinbaum, Weinbaum, Weinberg. Ja! 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 Zumindest zwei! Ja! Zumindest zwei! 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 Yay!
Sehr gut. Oh Gott. Fuck. Riecht ihr das nicht? Das ist doch ein Treibstoffstand. Das ist doch ein widerlicher Gestank. Das ist doch ein Treibstoffstank. Treibstofftank. Gerichtsurteil. Zeuge kommt rein, Zeuge sagt aus. Zeuge flieht. Angeklagter rennt weg. Weiter, sag doch Begriffe! Okay, Angeklagter rennt weg, Angeklagter eingesperrt, Gefängnis, verurteilt. Mein Gott, sag doch einfach Hammer. Begriffe! Ich sag die ganze Zeit Dinge, Florentin! Ist es einfach nichts! Okay! Es ist einfach was anderes! Okay, alles klar, dann... Aber in einem ähnlichen Setting! Okay! Mein Gott, halt... Hammer! Der Typ halt! Der Richter! Nein! Der Richter, der Schöffe! Wer gibt's noch? Ich weiß nicht. Die Zeit ist um. Er hat Staatsanwalt gesagt. Es ist Anwalt. Keine Ahnung. Ah. Tut mir leid. Kann ich nichts machen. Sorry, aber ey, wirklich. Warum sagst du denn nicht Anwalt? Ich hab doch alles gesagt, Florentin. Nein, du hast gesagt, der Angeklagte rennt weg. Der Angeklagte kauft sich ein Auto. Ja. Der Angeklagte fährt nach Peru. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr genug Begriffe, aber es ist, glaube ich, auch nicht nötig. Jetzt wird's cool. Oh, ah, du Spacko, Alter! Ernsthaft? Dein Ernst? Dein fucking Ernst? Was ist das denn hier? Guck mal! Komm hier! Danke, Christian, mega lecker! Aber kalt leider, nächstes Mal bitte warm halten! ...vom Tisch und weichte zurück, als ob sie was falsch gemacht hätte. Ganz ruhig, kleines Mädchen. Mein Name ist Dr. Tesserak. Keine Angst, darf ich kurz reinkommen? Ja, natürlich. Nicht wundern, ich habe noch drei Männer dabei. Würfel mal auf beruhigen. Wie weit? Mal 10 Meter, Alter, muss man hier Abstand halten. Ein Spaß. Alter, das ist nicht dein Ernst, ey. Warte mal. Boah, ey, war das jetzt ein Spack oder? Oh mein Gott. Ja, keiner will rausgehen. Und so spielten sie auch in 10 Jahren noch. Wie die alle drum rum. Schieß! Schieß! Alle schreien. Ich will schieß! Du schaffst es! Du schaffst es! Jetzt aber! Das ist ein Training. Wasser. Auto. Okay, es ist ein Auto. Es ist ein Casual SUV. Streifen. Autostreifen? Streifenauto? Ein gestreiftes Auto? Ja. Weiter! Ja. Panzer? Gestreiftes Auto. Okay. Was ist ein gestreiftes Auto? Ein Polizeiauto? Einen Abschleppwagen? Feuerwehr? Nein! Komm schon! Bleib dran, bleib einfach dran! Ja, am gestreiftes Auto! Ja, und jetzt? Florentin, okay, es ist ein gestreiftes Auto. Noch 30. Wir bleiben hier heute hier, bis du es sagst. Okay, wirklich? Das ist ein gestreiftes Auto. Okay, und jetzt? Aber du hast das andere Wort schon gut gesagt. Ja, okay, Pistole, Feuerwehr, Polizei. Okay, Polizei. Polizeiauto. Polizei gestreift. Streifenwagen! So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Was wollen Sie werden? Hat mich das Kind gerade gefragt, was ich werden will? 120 bringt ihr, aber das ist nicht so. Ich würde da nicht so viel ausgeben. Wir haben alles ausgegeben. Okay, oder auch nicht. Es war. Warte, ich glaube. Ich glaube, ich. Arsenal bei dem. Okay. Ich bin ja ein Lord. Handelt es sich vielleicht um einen Adelwald? Weil da kenne ich mich gut aus. Hier steht in Vince. Vince ist ein, dein liebster Schatz. G-Punkt. Na, mir scheint, jemand hat den G-Punkt entdeckt. Etienne. Ey, jetzt raste ich aber gleich aus. Ich saß eben bei euch oben und wollte meine Aktionskarte spielen. Da habt ihr es mir nicht erlaubt. Was wollt ihr denn für eine Karte ausspielen? Dennis, was? Dennis. Hier, klau eine Karte. Ja, aber ihr könnt die Karte ja nicht klauen, bevor die überhaupt freigespielt wurde. Wieso? Wir wollten ja direkt... Nee, doch. Spiel die doch einfach mal. Komm, wir klauen jetzt eine. Wir klauen jetzt eine. Die haben ich darf doch nochmal... Tien darf empört sein und ich nicht. Nein, aber du darfst auch empört sein. Jeder darf gleich empört sein, Trant. Ich bin sehr erstaunt, dass du nicht empört bist. Ich will jetzt eine Karte haben. Ich denen. Auch. Ja, gib uns eine Karte hier. Wir tauschen eine Karte. Das nennt sich glücklicher Tausch. Was trifft jetzt nicht genau zu, aber gucken wir mal. Teams müssen eine zufällige Aktionskarte tauschen. Ach, tauschen? Tauschen. Wir müssen sagen, wir kriegen die geklaut. Ja. Nein! Oh. Wir haben eh nur Crap-Karten, also so ein Tausch gar nicht so schlecht. Ja, also wir haben natürlich Fairness, ist uns wichtig. Sehr deswegen wichtig. Haben beide den gleichen Starter-Kit bekommen. Das heißt, es sind jetzt die drei
gleichen Karten sozusagen im Topf und dieser Austausch wird jetzt trotzdem stattfinden. Wir könnten aber vielleicht auch nochmal die Tauschkarte sich ertauschen. Ja, dann hätten sie zwei Tauschkarten. Und dann könnten sie die miteinander tauschen. Ja. Das werden interessante 24 Stunden, wenn das so weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Die fegen hier schon die High. Ich glaube, ich werde gleich rausgefunden. Ich glaube es auch. Der guckt auch die ganze Zeit so. Was meinst du? Der drin die Hand ist, der guckt so böse. Ach so, ja. Ich war mir jetzt bewusst, dass man das alles hört. Er guckt ganz normal. Das habe ich jetzt vergessen, dass wir auf Lautsprecher sind. Fabian, merkst du gerade, wie laut du bist? Ja, jetzt merkst du es, ne? Wir werden auf jeden Fall verkloppt nachher. Okay, the Vex. Oh je. Okay, der T-Rex kommt bei dir an und frisst dich. Ja. Du bist tot. Okay. Tut mir leid, was hier ist. Du bist tot. Ja. Es wird schwarz. Ja, Eddie, steh bitte auf. Ja. Du bist raus für heute. Ja, okay. Viel Glück. Herzlich willkommen zu Beans vs. Super Mario Maker. Dumm zu früh. Ah! Wieso habe ich hier ein Telefon? Ach, das ist die Klimaanlagensteuerung, oder ist das beides? Soll ich einfach mal das Mathe-Abi machen? Soll ich es einfach jetzt hier mal kurz machen? 5 Minuten? Ich habe nämlich auch bayerisches Mathe-Abi geschrieben, damals, vor 16 Jahren. Von daher sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Pass auf. Okay. Ja, Warte, Tom, du brauchst nicht schreien, Tom, beruhig dich. Sag doch alle mal leise, bitte. Tom, wie heißt du nochmal? Was ist denn jetzt hier los? Jordan McCann. Wie heißt du nochmal? Mach doch irgendjemand, Tom! Ich kann das nicht ertragen. Du brauchst nicht mehr schreien, Tom! Bitte. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Wir laufen jetzt mal Tom und haben Schreiter. Wir sind doch ganz, kennen uns doch nicht wahr. Ihr seid alle so laut. Ihr seid alle so laut. Tom, ihr seid alle so laut. Tom, ihr seid alle so laut. Ihr seid alle so laut. Ihr seid alle so laut. Tom hört auf sich zu bewegen. Sie haben ihn getötet. Es war wirklich ganz, ganz knapp. Am Ende hat ein Korb gefehlt. Ja, Mensch, woran lag's? An dem einen Korb, der gefehlt. Ja, dann ist einfach zu langsam reingekommen, ey. Ich meine, wir waren geil, aber zu spät. Klingt wie mein Wochenende. Ja. Aber die hat eine gewisse Spannung halt. Die ist nicht sterbenslangweilig. Ich bin kein Fan von. Okay. Kann auch sein, dass sie schon bei den paar Monaten abgelaufen ist. Die ist aber noch gut. Glaubt mir, die ist noch gut. Alter, das ist nicht euer Ernst. Ich kotze gleich. Die ist das mal hier. Das ist mein Verfallsdatum. Alter, ich kotze. Das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Alter. Und nicht das. Es fehlt ein Robben, Ribéry ist auch nicht in der Megaform gerade. Nabel vielleicht noch. Aber mehr auch nicht. Ja, man kennt ihn in dem Fall. Das ist der Nabel, der Tom, Welt ist das, oder? Sag mir ein bisschen mehr über Nabel. Keine Nabel. Gott sei Dank. Ja, Jetzt ist mir das aber ehrlich gesagt ein bisschen zu hell. Ich brauche jetzt gar keine Fackeln mehr. Ich sehe ja alles. Oh, aber ihr nicht. Boah, was war das denn? Ah! Ich will da jetzt ungern runterspringen. Also ich meine, wenn da Monster unten sind, dann bin ich im Arsch. Das ist für mich, habe ich das Gefühl, ist sicherer, dass... Ah! Wow! Shit! Ah! Wir gehen jetzt mal da, ich weiß nicht, ob wir hier reinkommen. Ja, natürlich. Na, gehen wir gehen den langen Weg. Hier ist ein Klo. Das ist toll. Da kacken wir dann immer. Es ist lustig, weil es wahr ist. Über die Cameos würde ich jetzt nicht gerne sprechen wollen, okay. Die sind sehr überraschend. Aber ich muss sagen, mir gefallen teilweise die Nebencharaktere, die genau richtig lange auch kommen, sind mega lustig und dann sind sie auch weg. Die haben mir am besten gefallen. Original hier, Deadpool, Ryan Reynolds. Ist der, ach, da darf man nicht drüber reden, ne, meinst du? Das ist jetzt die, der eine, den ich nicht, kann man den nicht weg? Komm, ich mache nochmal Piep dafür. Noch sagen. Wie viel G macht die Bahn wohl? Was glaubst du? Wenn ich mein Handy mitnehme, auf jeden Fall 4. 4 G? Oh. Vielleicht war der Prophet gar kein Profi. Heute war das Gebot T. T. War es der Buchstabe? Oh, also Leute, ich glaube, die waren mal.
Ja. Alle ins Himmel Nirvana gegangen. Oh. Ah. Und wie sind sie dorthin gekommen? Auf Buddha geritten. Sie sind auf Buddha geritten. Geht auch Margarine? Ich hoffe, ich bin jetzt drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier keinen Vorschau-Monitor. Fact-Check, Schröckel. Bin ich jetzt zu sehen? Ich weiß es leider nicht. Ja, du bist zu sehen. Ich habe hier leider keinen Vorschau-Monitor, deswegen. Wir sehen dich. Okay, cool. Ich habe zwar jetzt einen Vorschau-Monitor, aber der ist nicht an. Aber wenn jemand stirbt, wird dann die Karte aufgedeckt? Ja, ja. Bitte? Ja, wenn die Karte, ja, wenn jemand stirbt. Gruselige Szenen innerhalb von einer Minute. Ich bin so gespannt. Ey, also wirklich, das war Dummheit mit Ansage. Ich hole mal einen Lappen. Ja, hole mal einen Lappen. Das mag der Papa Daniel gar nicht. Ja, aber nenn mir einen, der das mag. Ist dir noch nie passiert, ne? Nee, ich habe noch nie einen Ball absichtlich auf volle Gläser geschmissen und habe mich dann darüber gewundert. Auf volle Gläser. So. Jetzt weiter. Eddie hatte die Idee gehabt, dass die Zuschauer doch gerne eine Minute... Ja? An Grusel. Das war nämlich toll von mir. Ja. Im Dunkeln kann man nur schlechter sehen. Wir sollten los. Oh geil, Sound ruhig noch ein bisschen lauter. Ich finde den Sound echt gut. Das ist übrigens der Sperber, hört ihr? Ah, ist auch Nacht. Der Sperber ist ein Nachtjäger. Das ist der Dorsch. Also, und das da? Eine Antilope. Falls und das da? Schneeäule. Also ihr hört plötzlich... Hat doch geklappt. Das war der Habicht. Ja, warte, ich komm gleich wieder. Gibt alles nichts. Was soll's denn meiner sein? Ah, guck mal. Ja, du bist auch weg. Tschüss. Fick dich. Ah ja, Geschwindigkeitsüberschreitung. Halt dein Maul. Bin ich? Ist hier einer? Ist hier einer? Jawohl, hier bin ich! Nein! Sorry, wenn er. Oh, sorry. Was ist mit dem Truck los? Ein Porsche! Hey! Wow! Oh! Ah! Guck mal, was für ein Umweg ich war! Ich bin irgendwo falsch abgewogen! Upsala! Ui, tut mir leid. Den gucke ich mir mal ganz genau an, den Busfahrer. Oh! Scheiße! Oh, Scheiße! Und jetzt kommt kein Unfall verursacht, oder was? Oh! Ah, guck mal, das ist schön jetzt auch mit dem Sonnenaufgang. Oder? Wo kommt er her? Wo geht die Sonne auf? Ja, oh, hinter aufpassen, nicht dran stoß. Ja! Oh ja! Oh. Ah. Oh, tschüss! Au! Scheiße! Nein! Darf! Mach's jetzt nicht! Da! Wo bin ich? In welchem Land? Warum? Ich bin nur in Hamburg! Ah, nein! Du bist dran. Oleg, du kommst in den Raum, in dem drei Kinder sitzen, die alle so gucken. Sehr gut. Ihr könnt bereits Russisch. Wie ist dein Name? Dimitri. Wirklich? Ich hab gelogen. Weil du Russisch ist? Du bist schlaue Kind, Dimitri. Wie ist dein Name? Das Kind fängt an zu zittern. Oh, ist ein kleiner Junge. Olga? Ist das eine Frage oder ein Name? Olga! Gut. Ich bringe euch heute Russisch bei. Würfel mal auf Russisch. Kannst du Russisch? Ich kann gar kein Russisch. Das habe ich nämlich schon befürchtet, dass du überhaupt kein Russisch kannst. Gut, lüg Russisch. Nun, zählen wir auf Russisch als erstes. Znaj, was, znaj, panzisch, znajez, gudnich, darnisch, naznisch, gulgdisch, probratsch. Okay. Snagrulsch. So, jetzt wieder ohne. Waren das überhaupt 10 Zahlen? Snatsch. Richtig. Ja, Blicke. Richtig. Snatsch. Richtig. Jibli. Das ist korrekt. Okay, du hast... Es reicht mir. Ich hab gemerkt, du kannst. So. Ich nehm an, ihr habt alle gut aufgepasst, könnt alle bis 10 zählen. Mehr braucht ihr nicht wissen. Das reicht, um ein bisschen...
Russisch zu sprechen. Lass mich jetzt in Ruhe, macht eure Hausaufgaben. Ich hatte Snatch-Sachen richtig. Deshalb kriegst du auch die Note Snatch. Eine glatte Snatch. Jetzt könnt ihr in Frieden euch bekämpfen. Guck mal, wie gut du das machst. Aber er stößt und er schubst auch noch, obwohl wir jucken. Nein! Aber das ist so gut. Was? Das ist doch nicht der Wert! Nein, nein! Das ist immer sehr sauber hier, muss man schon sagen. So ganz genau ist ja jetzt. Ist egal, oder was? Ja, aber wir machen das ja für euch, ne? Nee, ich will das schon. Ich will einmal das Gefühl haben, dass du was richtig machst. Wir sterben, aber wir bleiben gefasst. Und wir lassen nicht aus. Nein! Nein! Doch nicht! Du kannst nicht jetzt schon! Und dann auch noch. Ah! Halt die Kacke an! Und mit einem. Ich bin zurück. Fuck! Ich war gut. Nicht jetzt, Simon. Nicht jetzt! What the fuck? Ist es Simon? Ist es nicht Simon? Simon! Ist es Simon? Du Arschloch! Du bist so ein. Oh. Schwer ist auch das Spiel, was wir heute jetzt ausprobieren. Kommt drauf an. Zwischen sich. Komm. Ah, nein! Jetzt zählt es. Oh nein! Boah. Ja, du bist immer hinten. Muss. Wut verhindern. Ja, das ist das Schlimme. Bei Simon gibt es immer Wutboxen. So, wir müssen jetzt so lange spielen, bis ich auch mal Erster bin. Du Scheißmensch! Scheiße, immer die blöde Nacht. Das war richtig schlecht. Ey, das ist doch... Ich bin nicht gelb! Ich hab nicht das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass das so zeitverzögert ist, dieses nach vorne und dann das nach hinten. Dass du da... Oh, komm, ja! Ey! Egal, ich schaff's noch ins Ziel. Nein! Falle! Wie lange dauert denn das, so eine Kartoffel zu grillen? Ganz ehrlich, das will ich nicht auf dem Grill sehen. In Musik, es kommt so Marktflair auf und ein kleiner, dicklicher Mann, der sofort auf euch zugelaufen kommt. Das ist Flair. Marktflair. Das ist Marktflair. Shame on. Ey, das ist so eine Scheiße hier mit dem Mist. Die kackigen. Weg! Nur noch weg! Das stößt mir ja ziemlich übel auf. Also lieber Herr von Best of Beans, ich gucke ja ganz gern dein Content und so. Es kann ja wohl nicht sein, dass kein Hannes da stattfindet. Es gibt hier Best of was weiß ich und Best of den und Best of den. Da müssen auch mindestens 9-10 Minuten von mir da drin sein, ja? Chapeau, 2-0 für dich, du Dummer. Wie viele Pressemuster gehen denn so raus bei so einem AAA-Titel? Ja, schon vierstellig. 10.000? Ja, nee, vierstellig. Jetzt zappen wir das ab, lass es möglichst schnell machen, damit wir noch Zeit vom Tag haben und das auch gut wirkt. Amazing, I can't believe it. Letzte Frage, Frage Nummer 30. Greta sagt, in 2 Jahren werde ich doppelt so alt sein, wie ich es vor 5 Jahren war. Wie alt ist Greta? Und vor allen Dingen, wer traut sich zu, das einmal hier vorzurechnen? Ja, also ich habe dann einfach gedacht, wie alt ist so ein Kind? Dann bin ich so... Wow. Ihm heraus. Etui, Nee, ein anderes. Das war aber auch ein schwieriges Wort. Was ist denn ein Besteckkasten? Besteckkasten. Ja.
Lars ist immer noch da und denkt, komm gleich dran, guck mal. Lass ihn mal dran. Ja. Wir sind verloren. Okay. Die Aale sind bis auf Weiteres sofort zurückzugeben. Nein, aber einen lassen wir machen. Wo sind die Aale? Die sind alle unter meinem Bett. Der Pre-Show. Eine Sendung wird besser, je länger der Titel ist, um zu definieren, was es eigentlich ist. Das war ein krasser Schnitt. Zack. Oh. Ah. Hallo Simon, wie geht es so? Mir geht es... Furchtbar geht's mir. Es ist nicht wirklich beängstigend, wenn man mal von den Jumpscares, die ja immer... Ja, ne, danke. Gerade über dich geredet, ne? Da konntest du nicht umhin. Kurz auch nochmal hallo. Ah! Du hast mich jetzt wirklich erschreckt. Nein! Nein! Nein, nicht wieder durch die Tür. Wo läufst du denn hin? Mit Ausrufezeichen Vote, wer am längsten ruhig sein kann. Bei 11:30. Pass auf, jetzt kommt der Clou. Wir spielen jetzt eine Runde Versus. Und wer zuerst redet oder irgendwie ein Geräusch von sich gibt, verliert. Ja. 10 Sekunden, 10. Pupsen darf. 9, 3, 2, 1, Silenzio. Einfach widerlich. Da soll man ja sagen, wir sind unser Geld nicht wert. Selbst wenn wir nichts sagen. Ey, ihr mit eurem, eurem verfickten Teller klauen. Ey, ganz im Ernst, ich spiele nie wieder mit euch dieses Spiel, bevor du nicht garantierst, es nie wieder zu machen. Ich hab euch eine Pfanne geklaut. Das ist einfach so unfassbar scheiße. Ich hab euch die Pfanne geklaut. Hey, ich will, dass wir Schluss machen. Ich könnte Ihnen die 4 Minuten nicht mehr, die wir jetzt noch haben, könnte mir einfach früher Schluss machen. Einfach schön. Ey, wie das... widerlich, ey. Heute, man merkt richtig die alten Beef-Emotionen, dass sie immer noch in den Schlummern. Du hättest dich nochmal zu denen umgedreht und hättest die angepupst. Mehr, also wirklich ganz klar in diese Richtung gepupst. Das wäre noch viel lustiger gewesen. Ein Community-Team hat für euch, oder euer Community-Team hat für euch eine Karte freigeschaltet, yeah! Redaktionskarte. Das bedeutet, einer von euch, sofern ihr sie einsetzen wollt, darf in das gegnerische Haus gehen und sich einen Gegenstand, also keine Karte, einen Gegenstand aussuchen. Okay. Ja, oh, das ist zum geil. Beispiel. Oh, geil. Kein Problem, wir kommen alle rüber. Komm. Diese Couch ich ist eindeutig Son, Papa. Noch nicht zu ertragen. Die ist aber nicht in euer Eigentum übergegangen, doch, oder? Doch, die gehört nun uns. Doch. Alter! Ich hab euch da so schön in die Ritze geschissen noch. Ernsthaft? Ja. Die haben das Sofa geklaut. Ja, und also, guck mal, wie es hier überall aussieht.
Warum haben die Nüsse auf den Boden geworfen? Nein, das war, weil die dumm standen. Ach so, ja, okay. Die haben einen Moment, du das jetzt richtig verstehst, die haben was? Die Community hat eine Karte erspielt, einmal, dass sie uns ein Item aus unserem Raum klauen durften. Dann haben sie sich halt für unser Sofa entschieden. Oh Gott, sind das Wichser. Ach ja, das war geil. Den Zusammenschnitt nur so. Von denen, wie man da drauf starten, ja. Ratlos ist. Okay. Ah. Ja. Da versteckt er sich, der Herr Professor. Ich habe neulich nach einem Jahr festgestellt, dass mein Bildschirm ein Touchscreen hat. Ich Ohne das Eis! Simon! Nein! Oh nein! Oh nein! Was? Oh Mann, das sah so cool aus. Ich dachte, das ist so. Ja, guck mal. Mega guter Move! Warum? Warum? Weil ich es nicht gecheckt habe. Gerade noch eine Chance. Los, komm. Alter, sieh mal, es ist so fantastisch. Das ist echt so gut. Müsst ihr es euch so vorstellen, wie im Apple Store, da sind so iPads, da kann man sich die verschiedenen Grassorten angucken. Beschreibungen. Und das Krasse ist, die sind dann in so kleinen Plastikbehältern, die sind wiederum angekettet, damit keiner das Gras klaut. Und die kann man dann so drehen und dann ist da eine Öffnung. Du kannst nicht reingreifen oder so, aber du kannst dran riechen. Und dann kommen die freundlichen Mitarbeiter und sagen, Sir, can I help you? Und dann sagst du, ja, ich hätte gerne was, was mir gute Laune macht. Und kreative Ideen bringt und dann am Abend aber mich ordentlich ins Bett bringt. Und dann sagt er, ja, hier, pass es auf, hier ist meine Freundin. Na, das war, komm. Wenn wir es nicht gekauft haben, nur zwei. Boing. Mal rein. Ach nee, da komme ich ja her. Ja, naja. Ja, aber das ist, die Steuerung ist so kacke. Wie ja, steht halt mich denn? Für Maus. Ach, come on, bitches. Das ist so gemein. Ich kann nichts machen. Wenn er oben ist, lang. Es war so klar. Das ist so skurril. Bin ich dran? Super, ich freue mich sehr. Hallo Leute, ich habe in der mit der Frisur und ich will jetzt eine mega geile Zahl. Oh Leute, nee. Warum denn nur eine 2? Das ist doch richtig. Mega lame. Die schlechten Sachen von Mario genommen. 6. Oder eine 2 wieder. Ja. Okay. Jetzt wieder eine schöne 2. Ja, come on, ey. Du bist so geil. Ich krieg ja sogar noch Zucker abgezogen. Irgendwie nur so was anderes da. Ey, es ist ja so lächerlich, ey. Es ist ja einfach so lächerlich. Es ist, ich muss hier wieder nach Hause. Ganz ehrlich, das ist, wie soll ich diese Schäbigkeit in Worten? Ja, okay. Krieg ich hier die 1. Da fällt die 1. Die Smartness ist so real. Und da kommt er auf die Minus 2. Das ist doch so lächerlich. Mit den Screenshots irgendwelche. Alter, nee. Ja, nee, geil, aber es ist geil. Hoffentlich auch auf das den Und jetzt noch, und jetzt noch eins und wieder zurück geil. Auf dieses Fall. Jetzt bitte eine 1. Ja, aber oh, Alter, das ist auch lustig. Je länger er spielt, desto weniger Punkte hat. So. Fette Punktzahl, fette Punktzahl, vorgespult. Ego Points from Nils. I don't care. Also, ey. Gitarre lässt sich schwerer nachmachen, finde ich, als... Aber mach mal so eine Kirchenorgel mit dem Mund nach. Was ich sagen möchte, ist, der Trant ist in diesem Spiel sozusagen Pro-Gamer. Das muss man wirklich an der Stelle sagen. Trant spielt dieses Spiel auf einem Elite-Niveau. Und auch wenn, wenn ich mich als sehr guten Jäger bezeichnen würde, das Trant, welcher Jägerrang bist du? Komm, sag's. 800. 800? Alter, was? Das ist einfach fucking crazy. 800. Hör auf. Ey, kurz mal zum Vergleich. Damit du Monster Hunter World Iceborne spielen kannst, musst du 16. 16 ist es. Musst du das Hauptspiel 16 und Trant ist bei 800. Ich hab's ja gern gespielt. Ich bin 41 und ich denke, ich bin der Shit. Du bist 800! Ja, naja, aber es ist ja auch so, dass ich eigentlich das, Wo machen wir eigentlich weiter? Geht's nicht um mich oder ums Spiel? Es geht auch ein bisschen um dich. Da drin ist noch einer. Geh jetzt da rein, hol dir den Rucksack. Diesen hier?
Nein! Okay, ich bin wieder raus. Warum springst du durchs Glas? Ich hab das nicht gesehen. Warum schleiche ich, weil das durchsichtig ist? Sag, dass es da eins gibt. Ja. Der weltbeste deutsche Let's Player. Deutschlands weltbester Let's Player. Der beste. Die ersten bekommen bereits einen Hitzekoller. Anderen ist gerade das Bein gebrochen. Andere haben nur gebrochen. Könnt ihr mal alle aufhören? Ich will doch einfach nur gewinnen. Amazing, I can't believe it. Ich suche etwas, aber ich habe vergessen, was ich suche, deshalb öffne ich so lange Kisten, bis es mir wieder einfällt. Ja, das stimmt. Falls ihr das nicht kennt, dann müssen wir... Wall! Und es bricht völliger Tumult auf dem Schiff aus. Ah. Also alle rennen quer durcheinander, ihr werdet sofort mitgestoßen quasi. Okay, aber dran denken, nie mehr CDU, ne? Schlechteste Runde. Boah. Ja, ist ja gut jetzt. Wieso kannst du nicht deine Schuhe binden? Ich raff das einfach nicht. Seit ich dich kenne, machst du die Schuhe nicht zu. Wer bist du denn, Oliver Twist oder was? Mach mal die scheiß Schuhe zu. Das wäre geil. Alter, wie im Winter bei minus 10 Grad lappen die da rum. Aber das ist doch so der Johnny Depp-Look so ein bisschen. Ja, aber er ist nicht Johnny Depp. Das ist nur Depp. Das ist korrekt. Nur Depp. Ja, die Mücken mussten sein, ne? Der Windkanal war ja nicht nervig genug. Die Mücken mussten noch sein. Die scheiß Mücken. Die verkackten Mücken. Die dummen. Da sind sie nämlich, die fucking Fledermäuse wieder. Ich springe noch rein. Wie so ein Mega-Idiot. Alter, wie dumm kann man denn sein? Komm doch. Nein! Mann! Ihr verfickten Fledermäuse! Also Etienne, wiederum, ich glaube dir, dass du geweint hast. Ich glaube, dass der dann... Aber du hast gesagt, so Sachen wie, es ist mitnehmend und es ist emotional, aber warum? Das hat er doch auch gesagt. Er hat gesagt, Papa, weiß der Protagonist ist, weiß der Pfeil. Ja, wenn ich gesagt hätte, Jack, dann wär's der am Ende des Films stirbt. Wenn ich gesagt hätte, er schreit, dann hätte es gegolten. Stefan kriegt den Punkt. Da kippt das Scheißschiff genau zur fickenden Fick. Okay. Ja, aber fick doch die Hölle zum Einfrieren, Kacke. God damn it, off the hell! Er sagt, das ist spannend, das ist cool. Und wenn ich das sage, kommt immer, warum? 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 Warum ist es spannend? Warum ist es cool? Frag die gleichen Scheißfragen den Stefan. Das ist so dumm, warum lege ich mich überhaupt mit dieser Scheiße an? Hier, zack, einfach rumlaufen. Ich spiele das jetzt hier durch wie der fucking Pro-Gamer. Es ist so schwer zu sagen. Ich habe genug Beispiele gegeben. Das kommt hier einfach nicht an. Lass den Chat entscheiden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Du niemand. Oh nee, es ist Fabian Krane, meine Damen und Herren. Hier ist Krane. Fabian Krane, hallo. Krane. Entschuldigung. Ede, super gut, Ede. Ja, ja, wir Level-Designer kennen uns untereinander. Und zwar hat das Gegnerteam, und jetzt haltet euch fest, euch von ihren Verbrauchspunkten Essen gekauft. Jetzt wollen sie sich reinwaschen. Auf von Team Simon. Ob ihr das annehmt, ablehnt, das entscheide ich nicht das für wir euch. Das selber warmes Essen. Haben wir doch Croissants, alte Brötchen, das reicht. Wir haben auch genug Geld, um uns selber... Hören, was es ist, bevor wir uns entscheiden. Wir wissen, dass sie die ganze Zeit die Unsympathischen sind. Und jetzt wollen sie sich noch auf der Zielgeraden reinwaschen, damit sie auch noch die Community auf ihre Seite. Das ist widerlich, durchschaubar und ekelhaft. Fickt euch mit eurem Scheißessen, Mann! Schickt euch das Scheißessen, sonst wollen wir brauchen eure Almosen nicht. So nehme ich. So, ihr wollt das Essen nicht annehmen. Nochmal ganz kurz, es gibt Tiramisu und wir werden es natürlich auch Dennis verraten, dass ihr dieses Essen abgelehnt habt. Wir haben nicht mal Besteck. Tiramisu? Tiramisu. Schade, dass ich an den Grünen geraten bin, der mit Abstand... Wer hat sich denn da an mir gerade festgehalten? Oh, wunderbar, ja, wunderbar. Schwing und loslassen jetzt! Gut, ist gut. Mit was für der Zielgenauigkeit. Ist gut, ist gut. Schlimm. Okay, was los? Jetzt.
Schöner Move. Guter Wechsel. Haben wir gut. Ich bin grün, ne? Soll ich irgendwas halten? Die Schnauze! Oh, der Traktion. Sturbekrachting. Stuhlbeheizung. Guck mal, das ist doch auch ein Format für sich, oder? Niederländische Begriffe muss man raten, was sie bedeuten. Mach mal das hier, Snet. Schnellheitsbegrenzer. Tempomat. Tempo ist er. Gut. Remkrachtwerdeling. Remkrachtwerdeling ist ein, wie heißt es? Airbag. Remkrachtwerdeling? Ja. Remkrachtwerdeling. Remkracht, nix. Was ist mit Gore? Gordina Airbag. Das ist nicht Airbag. Das ist, weil Airbag ist ja wohl schon Remkrachtwerdeling. Oh, ey, und so ein bisschen Bedrohungsszenario aufbauen. Nicht ich will mich noch rasieren, keine Sorge, ich tue hier nichts. Ah, ja, Simon! Okay. Nein! Ah, nein! Ah. Wie? Das geht? Was? Das geht? Du kannst dich doch nicht killen! Nee, jetzt mal mehr, sie ist doch nicht tot jetzt, oder? Bitte sag mir, kann der Chip bitte schnell sagen? Ich bin blau. Ich bin rot. Ich bin, gelb. Zusammen sind wir farbenblind. Ah. Du bist so ein Kreativloch. Alle Na, komm, guten Ideen guck doch mal fallen rein da jetzt. Rein. Ja. Oh! Ja! Ja! Das hätten wir doch! Ach, oh, ich hab, ach ist ich das schön. Das, das Schöne ist ja, dass du jetzt eine Stunde lang jetzt hier hampeln rein. Und zappeln wirst und ich mach nix. Leute, da ist die Fia! Yeah! Freunde, das gibt einen Fortnite-Dance für euch! Ist mir auch egal! Ich hab 4 Punkte, Leute! Damn, Freunde, es ist cool! Ich bin cool! Ich bin cool, Freunde! Heute bin ich gut drauf, sag ich's euch! Bei 100 Gramm sind wir hier schon bei 539. Also schon. Ja, aber guck mal, diese Produktempfehlung. Das ist ja immer so wie eine Tiefkühlpizza. Enthält 3 Portionen. Laut Ernährungsempfehlung. Man denkt, ja genau, welche Captain Luftikus und Harry das Phantom, die sitzen mit am Tisch oder was? Bessere Drück. Ja, ja. Warum? Okay, dann schaue ich mich mal kurz in meinem Käfig um, was da in so in deinem Käfig ist das so in Greifweite. Genau. Ein Burger. Frisches Essen. Da steht oben, was das ist. Ist das wie auf dem Bild? Ist da oben ein Nagel drin? Ich würde sagen, ja. Ist jetzt so gut, das finde ich echt gut. Also ja. Okay, dann nehme ich. Ich habe mich gefilft, ja, dieser Nagel. Nur noch mal, dass man sieht, dass ich nicht bescheiße. Da ist ein Nagel. Okay, es gelingt dir. Du friemelst so ein bisschen in dem Schloss rum und nach einer Weile hörst du ein Klicken und das Schloss geht auf. Knickknack, Schloss auf. Was habt ihr erwartet? Entschuldigung, es ist nicht das, wonach es aussieht. Okay, jetzt sieht er, dass du außerhalb deines Käfigs bist. Oh nee! Also auch deinen Käfig schließen die wieder ab. Da sitzen jetzt 10. Also die sitzen also eine Stunde jetzt gespielt und wir haben original nichts erreicht. Wow. Ich grüße Colin Gable und Bruder Daniel Budiman. Oh nein! 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 Ja! Ja! Das ist ja nice! 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 Ja, das ist ja super nice! Oh Mann! Ist das nice! Ja, ist das nice! Ist das nice, nice, nice! Nice, die weg, nice, ist nice! Super nice! Es ist so nice, nice! Mann, ist das nice! Ich bin Tom Cruise! Ich bin scheiße Tom Cruise! Ich bin Tom Cruise! Aber wisst ihr, kennt ihr einen anderen Begriff für Wichteln? Schrottschenken. Bei mir in der Grundschule hieß das Jule Club. Was war das mit Nahrungsergänzungsmitteln? Es gab so eine... Ja, ich bin sehr impulsiv zum Beispiel beim Kaufen. Ich kaufe, wer hätte es gedacht, wenn ich was... Wütend. I'll take it! I'll take the fucking... Get in the fucking mouth! The shoes! Ah! Oh, ich hasse das! Ich muss es jetzt mal durchtrennen, glaube ich. So, und jetzt gibt's einen Löffel... Ich wollte gerade sagen, nutzt doch den Ringmuskel. Aber gut. Soll mal probieren? Nee. Isst du dein Kram nicht? Nee, ich bin ja nicht bescheuert. Ich bin gespannt, ihr werdet das ganz, 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 ganz toll machen. Ja. Tschüss. Mensch, da gehen sie. Ihr beiden.
Ach, meine beiden Goldjungs, Mensch. Freut mich, dass ihr auf der Bühne seid. Ich muss gar nicht auf die Bühne, ist egal. Ja, du kommst gleich, ich komm gleich, Leute. Ich komm gleich, ich muss das Spiel gewinnen. Was ist das denn? Leute, das waren pfiffige Ziffern. Macht's gut, haut rein und gebt nicht zu viel Geld aus. Gebt auch mal was aus für euer Herz. Gebt mal in den Wald und sammelt Pilze. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. LP-Pausen. Sagt tschüss, ich bin tschüss, raus. Ciao, hab euch lieb. Tschüss. Alter, ich bin reich. Ich muss nicht mehr in diesem Saftladen arbeiten. Geil, yes. Lass den Puff gehen. Alter. Au. Mal ganz kurz Werbung. Dennis macht sich ready und dann geht's hier los. Bin raus. Bis zum nächsten Mal. Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. Vergesst das nicht. Wow. Ich find's immer toll, es ist immer unerwartet, dich manchmal so zu treffen, spontan irgendwo, aber es macht immer Spaß. Und dann erleben wir immer so Sachen. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Ja gut, dann Florentin, hat mich gefreut, dich zu sehen. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Hamburg. Wir haben leider keinen Platz beim Auto. Ach so. Wir sagen tschüss, an euch noch einen schönen Abend, haut rein. Ciao. Hannes out. Dominik, es war mir eine Ehre, dass du hier warst. Danke nochmal für die tollen Geschenke. Ja. Und du bist ein pfiffiges Kerlchen und bist sehr eine große Zukunft für mich. Mach's gut. Mach's danke fürs gut. Kommen. Grüße gut. In die Schweiz. Ciao. Cool. So, dann. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Zu den Knaller. Mach doch. Tschüss. Meinst du hast eine Zukunft als Moderator bei den Rocket Beans? Da möchte ich keine Aussage zu treffen. Ich kann dir die Antwort geben. Nein. Schreib mir das. Oh, hier ist so laut jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob man das. Was? War das gerade ein Echo? Ich habe gerade ein Echo von meinem Bass gehört. Wo sind meine Jungs im Chat? Wo sind meine Girls im Chat? Eyo! Ja. Was ist denn hier passiert? Ey, Ninja hat 50 Millionen gekriegt dafür, dass er bei Mixer streamt. Also seid mal netter zu mir. Ich habe auf 50 Millionen verzichtet. Das ist ja eigentlich eine gute Auswahl. Und dazwischen gibt es auch immer mal was zu essen und so. Und Kaffeepause. Ach, Kaffee und Kuchen ist kein Kaffee Film. Und Kuchen. Nee. Das müssen wir einmal mitnehmen für uns beide. Ja. Guck mal, dann mache ich den Kleinen. Du machst den Kleinen? Ist das herrlich. So. Ich höre Eddie. Ich höre auch Eddie. Hoch. Ihr schaut ein mittelmäßiges Let's Play. Auf, so dass ihr mich noch macht ihr den Nils sauer? Ich mach wir mal machen kurz, ihn nicht sauer. Ja, Kopf, spring beleidigen. Da jetzt hoch, du! Und sie können sich noch nicht mal wehren. Wie dein Stecker wieder raus! Das Fenster ist mit. Oh, 7 Minuten 42. So geht das. Mehr braucht man nicht. Verbesserung, das ist es. Nicht erst Fortschritt. Platz. Ja. Fortschritt. Rocket Beans. Ja. Oh ja, du stehst jetzt wirklich scheiße, ja. So, jetzt geht's ins Gesicht. So, es steht 1:1, 3 Minuten Restspielzeit. Schönes Ding! Richtig hat dein Gesicht, sauer! Marco. Und Marco existiert einfach. Hier ist ja auch so ein Pilz von uns. Wir haben hier hinten uriniert, in den Merchandise-Stand und es ist ein Pilz gewachsen. Er heißt Fabian. Fabian ist sein Name. Hallo. Hallo. Weiß man schon, wann Gute Arbeit Originals zurückkommt? Na dann, après vous, mes millionnaires. Monsieur, je suis Lars. Oui, je suis Lars aussi. Ah, that's a problem. Worüber? Mach mal eine Abmoderation jetzt. Das war's mit uns. Und euch noch gut Fuß und lauft nach Hause. Seid vorsichtig, passt auf euren linken Zeh auf. Da habe ich viel gehört. Der hat einiges vor. Tschüss, es war schön. Danke, Regie. Eine gute Nacht. Wäre das nicht super lustig, wenn du da ranzoomst und dann wackelst und wir schreien alle Erdbeben? Erdbeben! Was für ein Zufall!